Hallo, in diesem Video möchte ich euch die wichtigsten Funktionen einer digitalen Spiegelreflexkamera zeigen und wie ihr damit richtig Fotos machen könnt. Als Beispielsmodell habe ich eine Canon EOS 450D Kamera. Jetzt erkläre ich euch erstmal die wichtigsten Bestandteile einer digitalen Spiegelreflexkamera. Die sind eigentlich bei jeder Kamera ziemlich ähnlich. Wir haben hier einmal den Body, wo der Sensor und so weiter drin sitzt, und einmal das Objektiv. Vorne am Objektiv ist hier die Brennweite zu sehen und hier vorne der Zoom, also 24 bis 60 mm. Vorne am Objektiv habt ihr immer die Möglichkeit zwischen manuellem Fokus, hier mit dem Buchstaben N beschrieben, und Autofokus zu fotografieren. Beim manuellen Fokus müsst ihr selbst scharf stellen, wenn ihr fotografiert. Das könnt ihr immer hier an diesem vorderen Ring machen. Dieser zweite Ring hier ist zum Zoomen gedacht. Umso weiter das Objektiv nach vorne ausfährt, desto weiter zoomt er natürlich rein. Viele Objektive haben noch eine Locksperre. Wenn ihr diese aktiviert, könnt ihr das Objektiv nicht am Zoom bewegen. Hier ist jetzt bei meinem Modell noch ein Blitzzeichen, mit dem könnt ihr den Blitz hier oben ausfahren oder einklappen. Dann gibt es hier oben natürlich noch einen Ein- und Ausschalter und das Wahlrad für die verschiedenen Modi, also in welchem Modus ihr fotografieren wollt, zum Beispiel im automatischen Modus, im manuellen Modus, im Porträtmodus und so weiter. Hier oben ist ein Blitzschuh befestigt. Auf diesen Blitzschuh könnt ihr einen zusätzlichen Blitz befestigen. Hier vorne ist natürlich noch ein Display, das hat bei mir 3 Zoll. Und hier noch weitere Knöpfe, mit denen ihr im Menü euch bewegen könnt. Und hier unten hat es bei den meisten Kameras immer noch einen Knopf, um eure Fotos anzuschauen und eure Fotos zu löschen. So, nun kommen wir zum Fotografieren. Als Beispielsmodell habe ich hier mal diese kleine schöne Quietscheente genommen. Um ein Foto zu machen, müssen wir natürlich erstmal oben die Kamera einschalten. Ich fotografiere jetzt im manuellen Modus, das stelle ich hier oben ein und habe hier die Möglichkeit, über Set den Live-View-Modus einzuschalten. Dadurch kann man auf dem Display alles sehen, das bieten jedoch nicht alle Kameramodelle an. So, hier vorne am Rad stelle ich erstmal scharf, visiere die Ente an und löse dann hier oben am Auslöser aus. Ich habe nun ein Bild gemacht im manuellen Modus, das kann ich hier auch anschauen. Hier oben an den beiden Tasten rein- oder rauszoomen. Und wenn mir das aber zu kompliziert ist, alles manuell einzustellen, gibt es hier auch die Möglichkeit, Fotos im Automatikmodus zu machen. Dazu stelle ich hier mal auf den Automatikmodus und hier vorne auf Autofokus. Dadurch muss ich nicht vorne manuell scharf stellen, sondern kann das die Kamera sozusagen machen lassen. Um im Autofokus zu fotografieren, müsst ihr erstmal leicht den Knopf tippen und dann, um richtig auszulösen, ganz durchdrücken. Also erst antippen, dann wird scharf gestellt und anschließend erst ganz durchdrücken, um auszulösen. So, jetzt mache ich einfach mal ein Foto im Automatikmodus. Bei meiner Kamera ist es so, bei bestimmten Lichtverhältnissen fährt sich beim leichten Drücken des Auslösers automatisch der Blitz aus. So, nun habe ich das Foto und kann unter dieser Taste das Foto aufrufen, hier hereinzoomen, herauszoomen und um das Foto anschließend zu löschen, falls es mir nicht gefällt, drücke ich einfach diesen Mülleimer-Button, gehe auf Löschen und bestätige mit Set. Je nach Kamera variieren diese Einstellungen, aber im Allgemeinen sind die Symbole sehr ähnlich und ihr werdet euch sicherlich schnell zurechtfinden. Ich hoffe, ich konnte euch helfen.